Hallo Leute, am 17.06.2020. Ich mache heute schon früher meinen Tagesrückblick, weil heute nicht mehr viel passiert. Ich habe Claudia für heute abgesagt und bin ganz froh drüber. Ich bin heute um 9 aufgestanden oder 8:30 und bin eigentlich ganz schnell wach geworden und habe auch relativ gut geschlafen, was in letzter Zeit etwas selten ist. Ich war duschen, meine Haare sind ganz frisch. Da sehen sie immer viel dunkler aus, als wenn sie etwas fettig sind. Wie gesagt, heute ist nicht viel passiert. Ich war ein bisschen draußen, gehe nachher nochmal raus. Aber es sieht ein bisschen nach Regen aus. Und meine Eltern sind gerade draußen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme mir die Zeit und mache das Video. Nächste Woche, Mittwoch, muss ich Katheter tauschen. Das wird wieder sehr wehtun, weil mir die Hausärztin jetzt nur einmal Antibiotika aufgeschrieben hat. Und das nicht längerfristig wirkt. Aber ich hoffe, dass die Entzündung in der Blase nicht so stark ist, dass es nicht so sehr wehtut. Aber mal gucken. Das ist auch dann das letzte Mal, dass ich in so einem Pölten Katheter tauschen werde, weil ich dann beim Hübel in Milch Katheter tauschen möchte oder bei einem anderen Urologen in Milch. Ich möchte ja nicht mehr zurück zum Lindner, weil ich ohne Drahtkatheter tauschen will, weil das immer noch viel mehr wehtut. Und das macht der Lindner nicht. Auch wenn er so als Arzt ganz sympathisch ist und auch nicht zu den Patienten, zu den Angestellten ist er sehr unfreundlich. Aber also wenn nicht alles sofort bereit liegt und die Schwester, die assistiert, nicht weiter tut, dann ist er halt sehr schnell schlecht drauf und aber das hat er mir noch nicht. Mir gegenüber war er immer nett. Und ich glaube generell den Patienten gegenüber ist er nett. Aber den Angestellten gegenüber halt nicht so. Das kann mir mehr oder weniger wurscht sein, aber da er immer darauf besteht, mit Draht zu wechseln, weil ich ein neurologischer Patient bin und da bei einem Blasenkrampf sich das Loch wegdreht. Was nach 5 Jahren, also nach über 5 Jahren des Kathetertragens fast unwahrscheinlich ist, weil da ja eine Röhre wächst, die sich an der Blase festhält. Und da ist es fast unmöglich, dass sich die Blase wegdreht. Aber es kann passieren und wenn ich einen Krampf habe, will er halt nicht das Risiko eingehen, dass nicht mehr in das Loch kommt und deswegen möchte er immer mit Draht wechseln. Aber beim Hübel habe ich jetzt schon öfter gehört, dass es sehr unwahrscheinlich ist. Ich habe jetzt schon über 6 Jahre den Katheter und da ist es eine gewachsene Röhre und dass das abreißt ist fast unmöglich. Und der Hübel wechselt auch ohne Draht bei neurologischen Patienten, die schon so lange einen Katheter haben. Und der Katheter wird mir nie erspart bleiben, weil die Blasenfunktion einfach so schlecht ist und ich so wenig spüre in der Blase. Aber das Wechseln tut halt trotzdem weh. Und weniger Schmerzen sind mir dann doch lieber als mehr Schmerzen. Aber bis jetzt war es in der Corona-Zeit so, dass man keinen Urologen erreicht hat. Die waren alle vom Erdboden verschluckt. Und
Meine Eltern müssen jetzt dann mal beim Möbel anrufen und fragen, ob er mich nimmt zum Katheterwechseln. Das ist ja kein langer Eingriff. Es dauert vielleicht 3 Minuten, wenn alles hergerichtet ist. Maximal und nicht mal das, genau. Also das Katheterwechseln ohne Draht dauert 1,5 Minuten vielleicht mit Kontrollspülung. Und da müssen wir erst nachfragen, ob beim Hübel noch Kapazitäten frei sind. Einmal im Monat. Jetzt bin ich auch schon in der 5. Woche Katheter tragen. Und momentan läuft er noch gut ab. Weil ja dann die 6. Woche anfängt. Am Mittwoch. Und momentan ist es gut, wenn ich 5-6 Wochen auskomme mit einem Katheter. Aber ich habe halt auch Phasen gehabt, da haben wir alle 2 Wochen gewechselt. Weil ich so viele Blasensand habe, dass der Katheter dann verstopft ist. Und dann rennt es natürlich über die Harnröhre ab. Wenn die Blase zu voll wird. Und das spüre ich halt nicht. Aber ich merke nur, dass es nass wird und dann ist es zu spät. Und jetzt müssen wir danach fragen, ob der noch Kapazitäten hat für einmal im Monat Katheterwechsel. Und ich wäre ganz froh, wenn sich da was ergibt. Es gibt auch einen 2. Neurologen in Melk. Aber den kenne ich persönlich nicht. Da weiß ich nicht, ob der auf Draht sitzt oder nicht. Und der Hübel hat es bei mir schon mehrfach gemacht und ist mir ganz sympathisch. Und ist auch ruhiger im Tun und so. Und netter zu den Angestellten. Und ich würde den vorziehen. Ich habe so nichts gegen Lindner, aber wegen den Drahtsachen halt möchte ich gerne wechseln. Und am Mittwoch muss ich nochmal nach St. Pölten ins Spital zum Katheter wechseln. Da macht es jedes Mal ein anderer Arzt, aber es ist doch jedes Mal die gleiche Prozedur. Und dabei kann man nicht viel falsch machen. Da machen es auch manchmal Schüler, so Arztlehrlinge und oder Lehrlinge, Studierende. Und dabei ist auch noch nie was schief gegangen, weil es sowieso die Lagerkontrolle gibt und die Probespülung und da wird mehrfach kontrolliert, ob es richtig liegt und dass man den Katheter nicht durch die Harnröhre wieder rausschiebt, weil dieser Platz zwischen Katheter und Harnröhre und Blase ziemlich eng ist und man kann den bei der Harnröhre wieder rausschieben und dann wird es, wenn man Probe spült, zwischen den Beinen nass werden, wenn er falsch liegt. Dann müsste man ihn zurückziehen. Das ist noch nie passiert, Gott sei Dank. Weil es wäre auch blöd, den Katheterballon in der Harnröhre aufzublasen. Weil das wird mit 3-4 Milliliter Wasser gefüllt. Und damit der Katheter beim Klo gehen nicht rausgedrückt wird, hat er so einen Ballon am Ende, so einen kleinen. Und der ist mit Wasser gefüllt und hält den Katheter über der Bauchdecke. Und der ist mir zuerst schon 2-mal geplatzt und dann ist der Katheter rausgegangen, aber über Tage hinweg. Und das war Materialfehler oder einmal ein Arbeitsfehler von einem Anästhesisten, der dran gezogen hat. Das sollte man halt auch nicht zu fest dran ziehen.
Und jetzt nach über 5 Jahren Katheter kann man innerhalb von 24 Stunden den Katheter wieder auswechseln, indem man einen neuen reinschiebt. Das ist zwar auch nicht so angenehm, aber meistens geht es dann noch rein. Die Blase besteht ja aus Schleimhaut und diese Wunde zwischen Bauchdecke und Blase besteht auch aus Schleimhaut und die kann innerhalb von 3 bis 5 Stunden sich schließen und dann kommt man mit keinem Katheter mehr rein. Aber ich habe ihn einmal nachts verloren und da waren sicher 10 Stunden und wir haben ihn am nächsten Morgen gleich wieder reinsetzen lassen und es ist auch gegangen. Also meine Schleimhaut wächst Gott sei Dank nicht so schnell zusammen. Aber es ist halt jedes Mal belastend, weil es weh tut. Und ich mache mir jetzt schon Sorgen von Mittwoch, dass es wieder sehr weh tut, aber es bleibt mir so oder so nicht erspart. Und insgesamt geht es mir heute, ich habe vorhin ein Gespräch mit Kerstin gehabt, fast eine Stunde. Und insgesamt geht es mir heute etwas besser. Es war gut, dass ich Claudia abgesagt habe, damit ich etwas Zeit für mich habe und mich auf meine Sachen konzentrieren kann und mich etwas entspannen kann und nicht immer diesen Erwartungsdruck habe. Ich muss jemanden beschäftigen und mich da so stark auf Gespräche konzentrieren muss. Ich habe auch jetzt eigentlich die letzten 3 Stunden nicht viel gesprochen und das tut auch mal gut, wenn man nicht reden muss. Und dieses Video nehme ich nur kurz auf, weil ich mich heute Abend nicht dran setzen möchte und weil die Videokamera eine bessere Qualität hat. Und insgesamt geht es mir etwas besser, aber halt noch immer nicht gut. Und das wird auch noch eine Zeit dauern. Ich überlege auch, das Effektin wieder zu erhöhen. Aber das möchte ich vorher mit meinem Psychiater absprechen. Und dann muss morgen oder übermorgen Mama bei Rasperger anrufen und einen Termin ausmachen für die nächsten Wochen, damit ich bespreche, ob ich das Effektin erhöhe oder ein anderes Antidepressiva probiere. Ich habe jetzt seit 13 Jahren Depressionen, das ist jetzt. Oder knapp 13 Jahre, es werden 13 Jahre. Ich habe schon eine komplette Bandbreite an Antidepressiva probiert. Und am besten geht es mir mit wenig Medikamente. Aber es gibt halt einfach so Phasen, wo ich instabil werde und wo es mir nicht gut geht. Und da sind Antidepressiva doch sehr hilfreich. Und ich möchte aber nicht von mir Beginn mehr nehmen, weil mich das so antriebslos macht und so extrem müde. Ich meine, ich bin jetzt auch müde, aber nicht so sehr, wie wenn ich das Effektin in der Früh nehme. Und das müsste ich mit meinem Psychiater besprechen. Aber zurzeit werde ich keinen Termin bekommen. 1 bis 2 Wochen wird das dauern, wenn nicht länger. Sonst körperlich geht es mir ganz gut, außer dass ich Kieferschmerzen habe. Ich habe aber vorher ein Schmerzmittel genommen und jetzt ist es wieder besser. Mir tun die Stellen weh, wo mir Zähne fehlen. Ich habe auch beim Zähneputzen heute Blut gespuckt und also meine Zahnhälse liegen frei und
Und meine Zähne sind halt verfärbt vom Rauchen und vom Kaffee trinken und werden nie ganz weiß, aber sie sind heller als zu Anfang, wenn ich jeden zweiten Tag putze oder jeden Tag, sofern es möglich ist. Bei uns ist es halt auch schwierig, weil die Waschtische zu hoch sind und ich in eine Schüssel mit einer Schüssel Zähne putzen muss und das nicht jeden Tag möglich ist. Und dann meistens nur, wenn die Volksgruppe da ist. Weil ich es da gleich in der Dusche mache. Und ich dürfte ein, zwei Löcher haben, die auch auf der Seite liegen. Und die reagieren halt auf Kohlensäure, auf Zucker und da, wo mir der Zahn hinten fehlt, das tut am meisten weh, da dürfte ich eine Zahnfleischentzündung haben. Ich habe schon gegurgelt und Zähne geputzt und jetzt mit dem Schmerzmittel geht es besser. Sonst wollte ich mich heute eigentlich schminken, jetzt ist es nach drei, schon halb vier. Und das werde ich heute nicht mehr machen. Ich wollte mich schminken, damit dieser Pickel austrocknet. Aber das werde ich dann morgen machen. Und ja, morgen ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass meine Tasche kommt, meine heißgeliebte Wunschtasche von Louis Vuitton, aber es kann bis zum 6. dauern und morgen ist der erste Tag, wo sie kommen könnte. Auf die freue ich mich schon sehr. Das hat mir viel bedeutet, dass mein Vater mir da Geld geborgt hat. Ich habe ihn auch schon den Großteil zurückgezahlt und somit habe ich sie mir selbst geleistet mit einer kleinen Subvention oder Ausleihen von Geld und habe es wieder zurückbezahlt und freue mich jetzt einfach auf die Tasche. Mir geht's eigentlich seit dem Gespräch mit Kerstin wieder etwas besser. Wir konnten einige Probleme besprechen und am Freitag bin ich sowieso bei ihr. Da werden wir uns darum kümmern, dass ich mich besser entspannen kann und nicht so viel grübel, weil ich ein totaler Kopfmensch bin und alle Probleme tausendmal zerlege und tausendmal hin und her überlegt und mich dann auch einfach irrsinnig schwer entspannen kann. Wir wollen es mit Meditation probieren. Da wird man sehen, ob das was bringt, aber ich bin offen für alles, damit es mir besser geht. Donnerstag nächste Woche bin ich wieder bei Christoph. Und darauf freue ich mich auch, obwohl ich mit der letzten Stunde etwas unzufrieden war. Jetzt im Nachhinein gesehen. Mir fehlte ein bisschen der Input und die Tipps oder das genauere Eingehen auf Probleme. Und das möchte ich beim nächsten Mal ansprechen. Ich weiß nicht, ob er noch meine Videos guckt, aber das hat mir beim letzten Mal gefehlt. Und da bin ich auch erst nachher drauf gekommen. Ich habe das oft, dass ich dann eine Stunde durchgehe und mir Gedanken dazu mache, was ich daraus nehmen kann und was mir was bringt und dann fällt mir oft auf, dass mich etwas nicht so zufrieden stellt, weil mir hier
zum Beispiel in Putwheels und Ratschläge oder ernsthafte Reden über Probleme. Wir haben zwar viel Positives bewirkt in der Stunde und das hat mir auch geholfen, aber so insgesamt will ich das jetzt ändern, wenn es möglich ist. Sonst gibt es nichts zu viel Neues und ich möchte mich jetzt verabschieden. Bis morgen. Alles Liebe. Ciao. Eure Ines.